So, hallihallo in die Runde. Das nächste Tannenbaum-Turnier am zweiten Weihnachtstag. Das konnte ich mir ja heute irgendwie nicht entgehen lassen. Gerade wo gestern irgendwie so gar nichts ging. Also da war komplett der Wurm drin. Also heute geht's dann wieder los. Heute holen wir alles wieder raus. Das ist zumindest der Plan. Beziehungsweise wir gucken einfach mal, was die Karte hergibt. Ganz interessant. Lasst uns das mal kurz anschauen. Eigene Listenergebnisse von gestern. Irgendwie ist Spiel 18 verschluckt worden. Der Stream hat Spiel 18 nicht gezeigt. Es hieß schon im Chat, ja, was ist denn mit Spiel 18 los gewesen? War da irgendwas Besonderes? Ne? Nicht, dass wir hier so einen Area 51-Effekt hier irgendwie erzeugen. Nein, Spiel 18 war ganz unspektakulär. Ich hatte mich noch gewundert über die Kommentare. Nach dem Motto, habe ich da irgendeinen Quatsch erzählt? Hier, M. Linde hat einen ganz soliden Sechstrümpfer gespielt mit blanken Ass und Ass zu dritt, 10 Augen runter. Ja, weil ich hier so listig war, in diesem Stich schon den Buben mit reinzugeben. Auf 18 Augen sind wir dann irgendwie auf 31 gekommen. Das war's. Also es war nichts Spezielles los in Spiel 18, außer dass irgendwie YouTube hier scheinbar ganz genau irgendwie diese Minuten verschluckt hat. Oder ich habe es nicht gemerkt und habe einfach nur 35 Spiele gespielt, aber ich kann es ja auch jetzt noch nachklicken und ich kann mich auch an das Spiel erinnern. Also von daher ganz verdächtig, sehr merkwürdig. So, der Obelix ist da. Ja, wunderbar. Ich denke dann immer gleich an diesen leckeren Wildschweinbraten. Ich weiß, die Einladung steht. Ich weiß nicht, wann ich sie einlösen werde, aber ich freue mich, wenn ich Obelix sehe und natürlich auch über alle anderen. Bruno, grüß dich. Immer ein bisschen obskur. Ich weiß, dass wenn das hier mit dem Versatz da ist, daran seht ihr, dass das wirklich ernst ist. Ne? Ich bin hier nicht ganz synchron mit eurem Chat, das ist ganz klar. Fast 2 Minuten Versatz, damit hier nichts passiert. So, und los geht das Turnier. LTS 24106 und Softbread, gutes Blatt, meine Lieben. Hoffentlich läuft es heute bei mir ein wenig besser als gestern. Das wäre schon schön. Sonst ist es manchmal ja auch ein bisschen langweilig für die Zuschauer, denke ich mal, wenn man so rundenlang in gar nichts guckt. Aber auch gestern habe ich mit einem guten Spiel gestartet und danach ging es dann erst irgendwie los. Wupp, hier gleich eine Traumfindung. Hauen wir 4. Wir sind in Hinterhand. Drohen irgendwelche Abstiche von blanken Assen? Nein, wir drücken den natürlich. Ja, was ist denn im Schneidersinne? Ne? Der ist ja so stark, den kann man auch so rumdrücken. Dann hat man den Herzkönig zum Schnippeln oder um ein Bild hochzuspielen. Wir werden den mal so rumspielen. Hier mit 5 vollen, 4 Asse und noch einer 10 kommt das, glaube ich, im Siegsinne nicht auf das Bild an. Es muss ja auch nicht immer so sein, dass die Buben dagegen stehen und. Guck mal, manchmal geht es auch so einfach. Angelina, grüße dich. So, da sind wir doch ganz stark auf Schneiderkurs. Hier schnippeln wir mal, weil falls der zu dritt steht, haben sie 10 Augen. Oh, guck mal, Pik steht schon, krass. Wenn Pik aufgeschlagen wird, dann ist erstmal mein blankes Ass abgestochen. Das ist ja auch interessant, ne? Dann habe ich ja irgendwie fast die Befürchtung, dass auch Herz irgendwie unrund steht. Ich ziehe nochmal das Kreuz Ass. Ich ziehe mal einmal die Karo 10 um den einen. Ja, da fliegt Karo war zu dritt. Jetzt ist der eine Herz weg. Aber das ist wahrscheinlich auch Banane. Jetzt ziehe ich auch nochmal das andere, den anderen Karo. Denn wenn jetzt noch ein Herz wegfliegt, tut aber natürlich nicht. Wenn jetzt noch ein Herz wegfliegt, dann sind sie auf dem Weg natürlich auch Schneider. Nee. Gut. Sie können, wenn ich das den Karo-Abzug nicht mache. So, warte mal eben. Jetzt 10. 23. Ja, ich muss abwerfen. Und dann fällt der König, ne? Kreuzkönig hatte ich nicht gedrückt. Herz 10 ist ja noch drin. Na, kommen sie tatsächlich doch noch raus. Wenn ich den nicht abziehe, dann fallen zwar in Herz erstmal nur 3 Augen auf 13. Dafür kann er mich dann ganz easy wieder einspielen. Deswegen, ja, Viererlänge Pik, Dreierlänge Herz, saß halt doch dann nicht für Schneider. Aber sei es drum. Hey, Arkenstein, herzlichen Dank dafür. Da kommen die ersten kleinen Weihnachtssponsorings. Freue mich darüber. Danke für diese Anerkennung. So, da wollen wir mal sofort wieder den Kopf unter den Panzer zurück. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wie die Schildkröte zieht ihren Kopf so in den Panzer wieder rein, ne? Gibt es da ein schönes Fachwort für, wie sie das tut? Auf jeden Fall einfach in Sicherheit sich bringen. Hier keine 20 mehr halten. Auf keinen Fall. So, die Herz 9 ist doch sehr wahrscheinlich blank. Ich denke mal,
Wir werden da nicht mal ein Bild drauflegen. Guck mal an, soll er das mal einmal so machen. Wenn das jetzt ein Sechstrümpfer ist, dann kann er natürlich durchziehen vom Alt. Aber so wird er natürlich jetzt erstmal der Trumpf kurze. Na, es ist nur ein Fünftrümpfer wahrscheinlich, sonst hätte er Kreuz Buben gezogen. Also auf jeden Fall nicht der Trumpf längere, sondern ich mit meinen drei Trümpfen. So, und jetzt waren ja auch zwei Bauern weg. Also Trumpf Ass bleibt stehen. Fünf Trümpfer, Herz Ass Lusche, Kreuz wahrscheinlich Ass 10 zu dritt. Das heißt, den wird er nik haben. Jetzt Pik Ass rein. Mehr können wir nicht kriegen. Softbread, hau nochmal einen raus. Hab nicht gezählt, aber geschätzt müsste das reichen. Geschätzt muss das reichen nach dem Abstich. Gut, er hat Kreuz Ass 10 König und Herz Ass Lusche. Hier nochmal drei König. Nee, gewinnt mit 62. Gewinnt mit 62. Ja, das ist, spricht wahrscheinlich dafür, dass ich im ersten Stich doch diese dusselige Herz-Dame darauf legen soll. Ne? Gut, erstmal sehr zweifelhaft, ob er dann schnippelt. Wenn er nicht schnippelt, bringt, kommt er wahrscheinlich gar nicht in die Gefahr. Ich wollte ja, dass er unterbleibt. Ich weiß auch nicht, ob Pik 10 noch im Spiel war. Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Nun, anyway, ich spiele heute auch ein bisschen aus, ihr wisst das ja. Hier ist die Show, hier wird ein bisschen aus der Lameng gespielt. Das wollen wir alles gar nicht so überbewerten. So, was ist denn hier? Das ist ja auch ärgerlich. Können wir den als Pikant spielen? Er wird als Pikant natürlich, er wird nicht besser, aber andererseits ist er schon sauber mit beiden Trumpfvollen. Egal wie man findet, sehr wahrscheinlich viel besser kriegen wir ihn auch nicht gedrückt. 35. Ist ja fast der, die Ansage, dass er gerade keinen Pik hat. Vielleicht nur die beiden Alten. Eigentlich ist die Reizung ja ganz gar nicht so schlimm. Ich glaube, da starte ich auch mit der Trumpflusche. Geben wir gar kein Bild auf. Mal gucken, ob gleich Pik Bube fällt da oder sowas. Oder Karo Bube direkt. Jedenfalls kommt mir das für ein bisschen wie eine Pik-Hebe-Reizung vor, die mich... Nee, die 8 bleibt noch unter. Na, hat er jetzt doch drei Bauern. Hm? Doch mit Trumpf Dame starten. 35. Der ohne Trumpf schlägt auch nochmal erstmal. Das ist ja hier alles super giftig. Gut, ich gehe mal im positiven Sinne davon aus, dass ein Karo voller schläft. Vielleicht schläft ja auch Herz 10. Also jetzt Herz abtragen bringt gefühlt nicht so richtig was. Ja, Karo Ass schläft schon mal nicht, dann ist auch nicht unbedingt. Karo 10 wird wahrscheinlich bei Softbread sein oder im Stock. Die Frage ist, was ist mit Herz 10? Ich glaube, wenn Herz 10 auch draußen ist, dann haben wir, glaube ich, jetzt tatsächlich... Oh, du Scheibenkleister. Der sitzt aber auch wieder wirklich giftig. Vier Trumpf, Herz, Ass 10, Lusche und Karo Ass in der anderen Hand. Karo Ass schon da untergespielt. Dann habe ich natürlich keine Chance bei dem Ding. Wenn jetzt ein Bauer drin liegt, dann habe ich wegen überreizt verloren. Also das, diese 35er-Reizung, ja, und Karo, nicht mal Karo 10 liegt. Nicht mal Karo 10 liegt. Karo König, Kreuz 7. Ja, 46. Leute, vier Trumpf und gar nichts drin. Da kann man sehen, was von meinen Vollen überblieb. Die beiden Trumpfvollen und das Kreuz Ass habe ich heimgekriegt und nichts anderes. Übel, üble Kiste. Der sah eigentlich ein bisschen stärker aus, also da gab es auch Chancen, aber so halt nicht. So, will ich den Skat aufnehmen, aber selbstverständlich. Ja, dann wissen wir, dass wir Herz spielen. Drücken wir 10. Ass Dame, also so richtig dolle war die Findung jetzt natürlich auch nicht. Für die beiden Alten und zwei Asse und zwei und vier Volle insgesamt. Na, jetzt habe ich so ein Ass Dame, ist unschön. 10 Lusche, kann auch übel sein. Gut, wir haben 10 Augen im Keller. Anders drücken kommt, also man kann natürlich die andere 10 drücken, aber 20 Augen drücken kommt mir auch nicht wirklich viel besser vor. Gucken wir mal. Ach, ist das schön, wenn wieder Action ist. Gleich von Anfang an Action. Sie treffen gleich die Stechfarbe. Jetzt Dame König wäre so eine echte Rakete gewesen, ne? Wo ich 10 Augen im Keller habe. Also wir nehmen nur den König. Und wenn Trumpf nicht zu viert steht, müssen wir erstmal Trumpf 10 bekommen. Da gehen wir jetzt auch drauf. So, 7, also längst gewonnen das Spiel.
Schneider eigentlich keine Chance, aber man hat ja schon alles Mögliche gesehen. So, kommt Kreuz König. Lassen wir uns nichts anmerken. 21, ah, Kreuz zurück. Schade, wenn jetzt nochmal Karo auf den Tisch kommt, dann bin ich natürlich die Pik Dame los. Aber nicht mit LTS, so dann auch wieder nicht. Vielleicht hatte der auch gar keinen mehr. Gut, Schneider wäre noch wirklich zu viel des Guten gewesen. Ah, Mensch, er hat doch noch Karo 9. Ja, aber gut. Aber gut, verstanden. So, ich habe gekämpft wie ein Löwe und habe genauso viel wie Softbread nach 4 Spielen, ne? Ja, so ein Beetspiel, das tut halt, das kostet halt, das tut weh. Aber so an der Grenze das Spiel, ne? Man kann die 35 auch, ist schwer zu sagen. Er lief auch übel. An der Grenze, muss, ob man ihn reizen soll oder muss oder was auch immer, ne? Punktspiel wird man ihn wahrscheinlich auch nicht reizen. Jedenfalls nicht mehr 33 halten. So, Pik. 22 von meinem Partner. Wir können ja auch mal so einen Unterzug unter Ass 10 spielen. Haben wir ja vorhin schon gesehen, wie das geht, ne? Beim Handspiel. Unter Ass 10 ausgetobt. So, Softbread riecht gleich den Braten. Die 22er Reizung, was hat es zu bedeuten? Ich glaube, den wird er stechen. Trotzdem halte ich den König nochmal zurück. Ganz sicher kann man ja nicht sein. Ja, ich glaube, das ist auch keine, das wird wohl auch kein Gewinnspiel sein. Das wäre schon jetzt sehr überraschend, wenn da noch ein Gewinnspiel rausputzelt. Ich habe hier die vollen. Herzkönig wird einen Stich machen. Sehr wahrscheinlich wird sogar Kreuz 10 gleich noch einen Stich machen. Ach du Scheiße, ist komplett Trumpfabzug. Ja gut, dann können wir es auch einfach so machen. Auf die Gefahr hin, dass wir ihm da machen wir einfach den Sack zu. Das wird mir jetzt Kreuz König oder was hochspielen, ganz Banane. Da wird schon aufgegeben. So, also auch Softbread startet erstmal mit einem Beet und da habe ich ihn doch wieder auf Distanz. Aber das ist ja nicht das eigentliche Ziel hier. So, ich wollte auch nochmal gucken. Tischinfo, Teilnehmer 231. Das ist wieder richtig viel. Das hat, macht richtig Spaß, in so einem großen Feld zu spielen. Gestern waren es, glaube ich, 237. So viel habe ich noch nie gesehen. Hier in einem ganz normalen, naja, es ist ja auch kein ganz normales. Es ist ja auch das Tannenbaumturnier, ne? Mit ein bisschen extra Cash unterm Weihnachtsbaum. Kategorie Blender. Danke, Racing, für deine für deinen Hinweis. Also ich fand, so Blender war der gar nicht. Der stand halt jetzt wirklich, wirklich schlecht und es lag auch nichts drin. Man hat das Spiel auch sehr, sehr oft schon gewonnen, ne? So, Pik Dame ist natürlich ein hilfreicher Hinweis. Okay, er nimmt erstmal mit, dann drängeln wir uns da natürlich nicht rein. Das sieht nicht gut aus. Der gefällt mir nicht. Das, auch, dass er den jetzt mitnimmt. An dem König ist doch irgendwie zu sehen, dass ich den anderen Bauern habe. Jetzt kommt er hier plötzlich nicht mehr rüber. Ja, nee, das war jetzt irgendwie vom Vortrag ein bisschen suboptimal, sage ich jetzt mal. Gerade da Karo Bube. Gut, werde jetzt wenigstens Karo Dame einen Stich machen. Ja, Karo Ass war blank. Gut, wir beschweren das noch so ein bisschen. Ist jetzt gleich sowieso Rest mit Herz Ass noch, ne? Hat, sind wir gerade noch so rausgewackelt. Gut, auch wenn der Trumpf nicht nimmt, gewinnen können wir das Ding natürlich nicht, viel zu stark, aber so richtig schön sah das jetzt natürlich nicht aus. Gut, Karo hat er wahrscheinlich wirklich fünfmal oder viermal, dass er den König spielt, war halt die 10 blanke. Okay, nicht der siebte Karo, dann hat wohl Softbread den. Wenn es ein Siebentrümpfer ist, hat er kein Herz. Sonst ist es wahrscheinlich ein Fünftrümpfer. Und dann hat er noch zwei Herz, ne? Ja, Pik Ass ist, glaube ich, noch nicht gefährdet. Die 10 können wir opfern.
Ah, doch ein Sechstrümpfer. Jetzt eben wirft er nicht ab. Aber jetzt wirft er ab. Na gut, dann machen wir so nichts mehr. Hat natürlich gehofft, dass jetzt da die bestellte Herz 10 noch irgendwie sitzt. Dann hätte es interessant werden können. Oh, sind das 18? Sind das 18 unter Freunden, ne? Wenn man es bekommt, findet man gut. Wenn man 20 hört oder gehalten wird, sofort wieder raus. Schildkröte verkriecht sich wieder. Ja, Karo 10 blank ist ja bei mir schon fast notorisch. Aber Softred hat gelernt, jetzt schon nicht mehr der König, sondern die Dame. Wird langsam schon ein bisschen sparsamer. Gut. Gut so. So, nehmen wir mal und gucken in die nächste Farbe rein. Vielleicht ist es schon fast zu passiv. Vielleicht muss man schon die Dame spielen, ne? Wo wir schon 24 Karo gefallen sind. Aber gut. Jetzt mal gucken, ob es vielleicht irgendwie so ein... Der wird ja nicht noch die dritte Farbe haben, dass wir ihn mal jetzt auf Schuss setzen. Mein Partner hat das Blatt erklären. Und vielleicht, wenn es der Fünftrümpfer ist, mag er vielleicht jetzt auch nicht mehr Trumpf spielen. So ist es nämlich. Das ist ja auch wieder ein obskurer Stich. Dame 10, Ass war schon weg. Und jetzt wird die 8 mit der 7 getaucht. War das aus Dame 7 oder was? Und wo ist Kreuz 10? Also Stechen kommt mir jetzt auch sehr verdächtig vor. Guck mal, irgendwie habe ich jetzt mit meinem Herzbuben jetzt mehr bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch einen Stich mit Herz Ass nach Hause auf dem höchsten Trumpf und dann, ja, war tatsächlich Karo König dann wohl noch gedrückt, ne? Es war die Viererlänge aus Karo Dame 7 aufgeschlagen. Ja, wunderherrlich, ne? Den König noch gedrückt hast aus Ass König Doppellusch und vor dir liegt Dame 10. Da kann man sich auch nicht beklagen. Sollte man ja sowieso nicht, ne? So, wir haben 18. Wir hören 18 schon wieder. Ich glaube, mit unserer vermeintlichen Stärke in den roten Farben werden wir hier sowieso keinen Blumentopf gewinnen. Versuchen wir es mal gar nicht erst. So, Kreuz. Schön. Mal jetzt hier schon den Pik Buben ziehen. Vielleicht doch ein bisschen zu... Also im Rondeau würde ich es mich, wäre das wahrscheinlich der Aufschlag. Aber dann kann man es danach auch besser steuern. Im Verdeckten hat man ja sonst auch die Chance, dass man einen Bauern erstmal vorgespielt bekommt. Ich glaube, wir gehen mal ins Karo rein. Aha. Mein Partner, der mehr Trümpfe haben muss als ich, ja wohl hoffentlich deutlich mehr, geht da erstmal nicht mit dem Karo Ass ran. Das muss ja wieder ein, ja, 8-Trümpfer, deswegen. 8-Trümpfer mit Seitenass. Mein Partner hatte 2 Trümpfe und deswegen wollte er war ein bisschen sparsam mit seinem Ass. Ja, was ist denn hier los? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Was ist denn los? Also mein Blatt kann doch eigentlich gar nichts gehen. Er hat es bei 18, mein Blatt ist nur Grütze, keine Reizung von meinem Partner. Hat er sich irgendwie nicht ganz zum Gang getraut wahrscheinlich, ne? Okay, den Stich kann man manchmal machen. So, was für Spiele können wir schlagen? 6 Trümpfer, wir haben 8 Augen, oder was? Kreuz Ass schon gesehen, kann er Kreuz Ass... Dame gehabt haben und 2 Piken. Ach komm, also mit der bestellten Herz 10, wenn er Herz Ass irgendwie auch noch hat, dann können wir erst recht nichts gewinnen. Er hat tatsächlich scheinbar 2 Zwillinge dabei. Ass Dame und Herz Ass Lusche dann wohl, ne? Ah ne, hat sogar noch einen Pik dabei. Lustig, hat mein Partner jetzt noch einen Trumpf? Das kann doch gar nicht sein, dass er jetzt in der Pik 10 noch steht, ne? Das kann wirklich nicht sein. So würde ja kein Mensch dieses Spiel drücken.
ist einfach zu, er war gar nicht jetzt so stark, aber er war immer noch zu stark. Ne? Hat die 10 Augen gedrückt und dann sogar Ass Dame im Blatt behalten. So, Hepp. Tja, der Bauer hilft, es bleibt beim Herz. Ne? Wir wollen uns noch nicht wieder sofort in ein krasses Unglück stürzen. Ich glaube, den muss man auch einmal weglassen. Denn so gut ist das Spiel dann auch wieder nicht. Beziehungsweise ich glaube, dass man so rum bessere Chancen hat. Dame kann... Oh, Dame kommt nicht aus Dame König 10. Meistens ist es ja Dame König 10, muss man sagen. Bin ich jetzt hier schon irgendwie... Habe ich das Gefühl, wenn die Kreuz 10 blank war. Also ich, jetzt gehen wir hier gleich mal auf ein paar Trümpfe eliminieren. Und wenn dann jetzt noch zwei Abstiche drin sind, müsste es gerade noch so reichen, ne? Mhm. Das bedeutet eigentlich, dass Kreuz nicht auf Abstich steht. Ich gehe jetzt einfach hier über die Dörfer. Da geht auch der Pik König nicht rein, ungewöhnlich. Jetzt kann auf den letzten Kreuz hinten noch Pik abgetragen werden und dann da sogar gespielt werden. Ach, er zieht den Bauern. Das, damit tut er mir natürlich einen Riesengefallen. Dann machen sie nämlich nur 13. Aber er hat auch den letzten Kreuz nicht. Deswegen, also den hätte ich jetzt auch, ne? Pik König war schon mal ein Ding, was dann blieb. Und gut, jetzt mehr als 13, dann gewinne ich ihn mit 61, ne? Hat er vorne aus Dame König aufgeschlagen. Kann man ja mal machen. Halt 4 Trumpf und Pik 3-1. Also so richtig gut. Und die Kreuz 10 hinter mir. So richtig gut stand er auch wieder nicht. So, 18 mal halten. Können nicht nur auf die Fertigen warten. Hopp, okay. Ja, das ist am ehesten noch 0, ne? Der sieht gar nicht so schlecht aus. Der ist kurz vor 0 Ouvert. Ne, wir machen natürlich den 0. Ein Pik noch gedrückt. Das spricht auf jeden Fall gegen den 0 Ouvert. Ja, und Karo war es halt die 9. Schade, dass nicht die 8 war. Dann hätten wir den mit Karo 8 im Aufschlag gespielt. Also der 0 hier hat so 90%, würde ich sagen. Ich bin erstmal ganz optimistisch. Weil natürlich kann Pik mal so stehen, aber ich habe auch eine Farbe frei. Guck mal, da kommt sie schon. Und das müssen sie erstmal so hinspielen mit einer Übergabe. Also die 18er Reizung, da steht jetzt nicht automatisch gleich Pik 4-1 oder so. Und selbst wenn, dann kann da auch mal das Bild erst blank stehen und. Also da gab es schon mit einem verdeckten 0 gute Chancen. So, wir kämpfen uns langsam so wieder raus. 33 Punkte, das geht hier noch nicht als Schnapszahl durch. Also das teuerste Spiel haben wir verloren. Die fetten Spiele lassen noch ein bisschen auf sich warten. So, 18 werden gehalten. Ja, an der Stelle Feierabend, ne? Wollen mal ein bisschen konsolidieren den Zwischenstand. 13 Spiele, also 4 Päckchen schon gemacht. Da sind wir natürlich schon wieder deutlich unter Paar, muss man sagen. So ein Verlustspiel, das haut einen eben immer rein. So, gucken wir mal hier, was los ist. Er hat kein Ass in der Beikarte und er schlägt Trumpf 7 auch. Auch ungewöhnlich ist nicht, also dass er einen Trumpf hat. Vielleicht hat er 6 Trumpf, aber er hat ja auf keinen Fall 3 Bauern. Bestenfalls noch sowas wie Kreuz-Herz-Bauer. Aber wieso legt mein Partner die Trumpf vollen, muss er eigentlich beide haben. Was hat er an der Beikarte? Das ist hier die Frage. Wahrscheinlich im Pik. Wir müssen versuchen, mal eine Rot 21 zu treffen, würde ich denken. Und tja, das war nichts. Dann habe ich ihn womöglich jetzt Herz 10, Dame 8 hochgespielt. Dann habe ich ihm wahrscheinlich 10, Dame 8 hochgespielt. Dann lasse ich ihn wahrscheinlich, hat er die Herz 10 unten? Wahrscheinlich nicht. Dann sollte ich jetzt noch, ja, ist denn das vielleicht ein 5-Trümpfer, wo er nochmal 2 Piken dabei hat. Mann, das kann doch gar nicht so ein komisches Spiel sein. Nee, ich glaube, er muss trotzdem 6 Trumpf haben. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal eine 21 dann in der nächsten Farbe greifen. Mann, du Daniel, den hast du wieder getroffen wie der Herr selber, du. Nicht zu fassen. Jetzt kommt natürlich kein Karo, sondern Bauernabzug. So, Pik Dame, dann hoher Karo. Wäre das Beste, aber wird er den treffen, wenn ich jetzt Pik Dame lege? Dann kommt klein Pik hinterher, ne? Ich glaube, wir werden das nicht gewinnen. Wir werden das nicht gewinnen. Verbrennen wir die 3 Augen Pik.
Das ist Karo 10 dann gedrückt und dann gibt es halt noch diesen Herzstich. Tja, da hat er ausgerechnet Herz 10, Dame 8 tatsächlich in der Hand. Wie das manchmal so spielt, das Leben, du. Ausgerechnet meine stärkste Farbe hat er tatsächlich oben. Kurios. Tja, Karo Ass loslaufen, das wäre es gewesen. Ich finde, es ist schon die. Also, ich finde, der Plan ist plausibel. Ne? Man rechnet eher mit dem Drilling in Peak. Und wenn er die Wahl hat, dann hat er auch eher Karo oben, weil er da natürlich die 10 stärker hat, wo ich Ass Doppellusche hat. Aber er hat es halt genauso. Er hat die 6 Trumpf, er hat 10 Dame 8, blanke Lusche und 10 Lusche oder sowas. Ne? Oder 10 Dame. So, weiter geht's. Ich soll wieder. Nett. Gut, unauffällig. Herzbauer muss ja bei meinem Partner sein. Ich glaube, wir zeigen den Kreuz erstmal an. Kommt jetzt zu kurz, also mein Pik Ass kann er jetzt immer noch nicht rein. Ach, da sind noch, er hat einen Drilling und hat tatsächlich Karo Ass König. Das war natürlich Karo wieder richtig schlecht getroffen. So, Kreuz. Hatte ich Dame Lusch, also gibt es gar nicht mehr. Hat König 10 wahrscheinlich. Ich behalte das Pik Ass nochmal, auch wenn wir sehr wahrscheinlich nur ein Auge verblasen. Aber wir kommen ja jetzt an die Kreuz 10 sowieso nicht rein. Er hat noch einen Trumpf und 10 Lusche dann. Ne? Ja, gut. Steht halt gut für ihn. Plus. Dadurch, dass mein Partner mich ranlässt im ersten, mache ich ihm jetzt gerade Karo Ass König auf. Auch nicht gerade glücklich getroffen, aber ein viel besseres Kreuz Dame ist auch ein Kackausspiel. Ja, unter meinem Pik Ass irgendwie. Dann wird dein Karo König entweder auch los. Wahrscheinlich wird er ihn nicht los, sondern wahrscheinlich wird er stechen und dann auch gewinnen. Ne? Ja. Fünf Trümpfer mit 2, wo er sich den Unterzug erlauben kann. Aber wahrscheinlich auch wieder nichts für uns los. Hi, Antje. Ich hadere hier irgendwie so ein bisschen mit meinem Händchen, aber an sich ist, glaube ich, nichts los. Soweit kann ich mir gar nicht jetzt so viele Vorwürfe machen. Gut, die Reizung, die eine, ja, die war ein bisschen an der Grenze. Was ist denn hier gerade passiert? Karo 10, macht mein Partner da noch irgendwie 2 schöne Karo-Stiche? Oder warum hat er sich nicht raufgetraut? Oh, das ist ein ganz schlechtes Spiel. Wenn er jetzt schon in Herz 10 geht, obwohl in Karo noch die Gefahr ist, dann muss das ja ein ganz schlechtes Spiel sein. So, ich glaube, in Karo werden wir auch eher abstechen, deswegen... Wenn wir nicht unbedingt überstechen müssen. Das gibt es doch wieder gar nicht. Doch zum Überstich. Gut, wenn ich jetzt die 10 nicht lege, sticht er vielleicht anders. Ne? Hat er jetzt dann noch 2 Piken oben oder ist das ein 7 Trümpfer mit Ass 10 und einem Blanken? Ich werde jedenfalls jetzt nicht unterstechen. Ja, Händchen irgendwie. Ja, und er hat natürlich noch Piken dabei. Wollen wir meinem Partner mal Herz König zeigen? 6 Trumpf. 1 Pik. Tja, gut, da muss man wahrscheinlich sagen, wenn mein Partner im ersten da nicht raufgeht, ihm fehlt Karo König 7, er hat Ass Dame Lusche Lusche. Natürlich ist es genau optimal, wenn er ein Karo oben hat, aber mein Partner hat ja auch die 3 Trumpf, deswegen muss er da eigentlich rauf im ersten. Ne? Dann fällt das Spiel, glaube ich. Ja, dann wird es passieren. Herz Ass 10 läuft immer noch, 13 gedrückt hat er immer noch. Es wird vielleicht immer noch eine knappe Kiste, aber dann stehe ich halt danach, sie direkt noch mit der Trumpf 10 dahinter, dann sieht die Geschichte natürlich ganz anders aus. So, 20 werden gehalten. Ja, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen schon auch aufs Gas geben und 0 irgendwie rausnehmen, ohne eine einzige 7 und 8, dass wir hier zum Kreuz gefunden hätten. 4 Trümpfer mit 2 Assen, den kann man schon mal reizen. Gerade wenn es auf 200 wieder steht, bei Spiel 16.
Tja, Nullover. Er hat nicht nur den Null, er hat den Nullover und der sieht ja verdächtig gut aus. Meine Güte, ist ja nicht ein Bild da drin. Das ist ja auch schon wieder fast ein richtiges Gedicht, das Spiel. Was hat er denn da gefunden? Noch einen Bauern gefunden und zwei gedrückt. Ja, schön. Hätte mir auch gut getan, aber wenn 24 gehalten wird, weil er nur eine zu drücken hat, dann kommen wir eben nicht ran. Damit wollen wir auch nicht ran. So, die Action waren wieder in den ersten beiden Päckchen, ne? Jetzt ist die Action irgendwie wieder weggewandert. Du hast beim Skat natürlich immer Action, weil du viele Entscheidungen treffen musst, auch im Gegenspiel. Aber es ist nicht ganz die Action, die ich mir hier erwünsche. Ich gebe es ja offen zu. Die Karo 7 kam auch so schnell, das sieht irgendwie nach einem 7-Trümpfer aus. Wir spielen trotzdem darauf, dass er noch stechen kann. Oder er hat aus der 10 dritt gespielt, auch okay, dann weiß er jetzt, was er schmieren soll. Ja, 7-Trümpfer mit Pik Ass dabei, dann weißt du schon, er hat noch zwei unbekannte Karten. Kannst natürlich kein Spiel gewinnen. Na, Herz Ass hat, gut, dann wir spielen einmal Kreuz rüber. So, Feierabend wahrscheinlich. Vielleicht macht mein Partner noch Kreuz König, aber nicht mal. Nicht mehr wichtig. Wahrscheinlich hat er ihn selbst, sonst wäre er nicht gelaufen. Ne? Mensch, Softbet steht ja genauso scheiße wie ich, sehe ich gerade. Mensch, wir beide, wir können uns hier verbrüdern. Sollten wir auch mal tun jetzt langsam. Ja, aber stattdessen reizen wir noch gegeneinander. 22? What? Da liegt jetzt ja wieder ein absoluter Schnee drin und ich, das ist übel. Du bist kurz vor Grand Hand und dann Reiz passt ja auf 22. Jetzt müssen wir uns hin. Nee, was ist denn das? Das ist ja ausgesprochen merkwürdig. Also das will ich mir jetzt noch mal angucken, wie viel Pik der Mann da hat. Also okay, die 22 war irgend so ein Spaß, ne? Pik 7, 8 Bauer. Hat er irgendwie dann gedacht, naja, dann komme ich doch nicht mehr ran. So wie das Einzige, wir spielen hier noch ein paar Piken und dann auch noch einen Buben. Wenn ein Karo fällt, ist immer Schneider. So, Karo König, dann steht links die Karo 10 besetzt natürlich, aber ich habe ja noch die Karo 8 gedrückt, deswegen wollte ich jetzt ja hier wirklich den Karo auch gerne sehen. Denn in dem Moment, wo ich den Karo sehe, ist ja der Schneider safe. Und nur wenn einer bis zum bitteren Ende drei Karos behält, werden sie hier rausgekommen. Also, ich glaube, das ist mein größtes Gewinnspiel. So, Endspiel 18. Ich hoffe, es ist im Kasten. Ich hoffe, es ist nicht wieder abgeschnitten. So, Hälfte 345. 5:1. Ein Betspiel in der Seite. Keine Spielaugen, keine Spielanteile. Also, nicht überragend bisher. Da muss jetzt ein bisschen was, die Karte muss ein bisschen anziehen, ein bisschen drehen. Ich werde mein Möglichstes tun. Hier zum Beispiel die drei oberen Damen in der Hand. Selbst wenn es jetzt die drei oberen Buben wären, wäre es noch nicht mal ein Gedicht, aber mit den drei oberen Damen vermeiden wir es, uns hier zu melden. So, wenn ich die drei oberen Damen habe und da kommt der Herzbube, also sehr wahrscheinlich hat der dann die drei oberen Buben. Ne? Trotzdem, wir werden mal ein Bildchen dazugeben. Hoffe nicht, dass das Schneiderzünglein hier ist. Ah, mein Partner. Mein Partner hat sogar Kreuz Bube. Vielleicht hat er sogar noch einen Buben, ne? Wollen wir auch Pik Ass hier nochmal behalten. Ich bin ja, weil sonst Herzbube, ich bin ja so ein optimistischer Vogel, aber jetzt findet er nicht. Er hat noch, hat der etwa auch noch den Herzbuben oder was? Sag mal. Das wird ja hier immer obskurer. Warte mal. Er hat ja auch noch den Pikbuben. Ja, muss ja fast, ne? Nee, Softbet hat Pik Buben, hat den nicht gezogen. Also das war ja auch wieder, also ganz merkwürdiger Verlauf. Gewinnt jetzt noch mit 62. Tja, ich glaube, wir haben alles geholt, ne? Vielleicht haben wir sogar mehr bekommen als im Zustand. Ich weiß es nicht genau. Lief ein bisschen kurios jedenfalls. Softbet bleibt in meinem Windschatten. Hat er den Karo Buben da eben vergessen, oder? Kam er sonst zu kurz? Eigentlich doch nicht. Tja, für 18 hätten wir ihn wirklich gerne genommen. Mehr ist es nun mal einfach nicht. Es ist nicht mehr.
Oh, beide Trumpfvollen schon wieder beim Alleinspieler. Hier macht sich die Kreuz 10 gerade vom Acker. Das sind ja auch wieder. Das sieht ja auch wieder so finster aus. Pik Bube rüber und dann das Ass auf dem Tisch. Nee, stehe ich hier wieder da. Gut, vielleicht hat mein Partner noch einen Trumpf, deswegen wollen wir mal jetzt noch nicht Trumpf ziehen, sondern hier noch so eine kleine Drohung stehen lassen. Aber Softred nimmt mit. Ja, Pik Bube ist bei meinem Partner. Also wir hätten die Trümpfe trennen können. Wir hätten es hinbekommen. Jetzt hat er noch einen Trumpf und drei Herz. Also von daher, ein Zwischenzug ist völlig legitim. Wir können sowieso nur noch gewinnen, wenn Herz Ass bei meinem Partner ist. Deswegen kann ich auch noch einen Zwischenzug machen. Und jetzt Herz 10. Aber er wird natürlich das Ass selber haben. Ja, ich glaube, mein Partner soll schon Pik Bube mitnehmen, ne? Und dann erstmal mich das Ass überstechen lassen. Kommen wir vielleicht eine Ecke weiter. Lag auch natürlich. Vielleicht ist er dann schon so in der Not, dass er auf Karo König Lusch dann sogar schnippelt. Dann hätte er es natürlich wirklich geschafft. Aber wahrscheinlich wird es auch nicht passieren. Trumpf steht 3-3. So, wir müssen langsam mal, aber auch für auch das war ist ja eigentlich schon grenzwertig, hier den einfachen Pik zu reizen. Ich glaube, gut, bei dem Stand ist es Pflicht, aber mehr ist es nun mal nicht, ne? Es ist einfach nicht mehr. So, da kommt der Hugo. Hugo Notte, grüße dich. Gut, dass du da bist. Es könnte mal langsam losgehen und wenn nicht mit deinen guten Wünschen, wie dann? So. Ich will es noch nicht sofort die 10 reintun. Die läuft ja nicht weg. Da kann ich jetzt ja schön 21 Herz knistern. Nee. Also ich bitte dich. Aber jetzt wird es aber ein bisschen komisch. Erstmal legt er eben die Dame und jetzt bringt er die 7 aus 7-10. Mann. Das ist ja nichts. Nee, den steche ich nicht. Dann ist lieber meine Trumpf 10 weg, als dass ich jetzt da diese 0 Augen verhafte. So, 6 Trümpfer, jetzt muss ich eigentlich, er hat noch eine Fehl und Herz Ass, ne? Und noch Trumpf, jetzt muss ich eigentlich den Unterzug Karo spielen, damit ich wenigstens die 21 stechen kann, ne? Da können wir natürlich auch nicht gewinnen, aber ja, genial. Und dann geht er da nicht mal mit. Jetzt also ja, den will ich mir aber jetzt doch nochmal, wo war denn jetzt wenigstens, da ist es doch nicht Karo König und 10 gedrückt, jetzt gewinnt er mit 108 Augen, ist jetzt nicht mit der Karo 10 gelaufen. Gut, sehr merkwürdiger Vortrag. Ich glaube, das Spiel war eigentlich auf der Kippe. Wir können in Karo dann, also wenn er die Herz 10 rausholt, dann haben wir einen 31er Stich und danach hole ich mit Karo und Karo erstmal den 21er ab. Ne? Was hatten wir in Trumpf? 4. 31 und danach habe ich noch Kreuz Bube. Also das Spiel ist eigentlich klinisch tot, wenn er nur Herz 10 da spielt. Und wenn er am ersten nicht mit der Herz Dame läuft, dann das ist begraben, wie nur irgendein Spiel begraben sein kann. Aber gut. LTS, Nickname noch nie gehört, spielt sehr wenig. Ist ja, sagen wir mal, die gewonnenen Quote sieht sehr gut aus, aber die ist natürlich auch dafür gekauft, dass er nur sehr tight reizt und die Gegenspielquote sagt mir, ja, er ist halt nicht der allererfahrenste Spieler. So, wir gucken mal, ob wir hier die Trumpf 10 irgendwie rauskriegen, aber doch nicht gegen LTS. Das macht natürlich wieder gar keine Hoffnung, weil Pik Ass jetzt offensichtlich auch da ist beim Sechstrumpfer. Pik Ass 10. Pik Ass 10 zu 4 sogar. So, mal gucken, was jetzt los ist. Karo Buben. Ich glaube, wir werden einmal tauchen. Erstmal auch eine kleine Hinweis geben. Also nicht beschweren, das Ding. Na, schon mal die schlechte Farbe zeigen. So, Software hat auch gut gespielt. Dreht direkt. Man weiß noch nicht, wo er hindreht. Ich lasse das mal erstmal so stehen.
lass mal meinen trumpfstarken Partner die Zügel. Der zieht erstmal das blanke Herz Ass. So, Pik 10 jetzt mit großer Sicherheit gedrückt. Gehe ich mal von aus. Vielleicht hat er noch Pik Lusche in der Hand. Ne? Pik 10 gedrückt, Pik Lusche noch in der Hand. Mein Partner hat, nee, warte, mein Partner hat kein Karo mehr, mein Partner hat kein Herz mehr. Der eigentlich muss der noch den letzten Pik haben. Wir spielen mal ruhig die Herzdame. Er muss sich sowieso in Trumpf irgendwie entscheiden. Pik 10, Herz 10 wahrscheinlich gedrückt, ne? So. Ja, da ist noch Pik Lusche. War mir klar. Er hätte es mir ein bisschen leichter machen können, indem er mir das zeigt. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt gut war, dass er da den König verbrennt. War diesmal nicht von Relevanz. Also, da stand alles dagegen. Oh, hier ist aber auch wieder heute du. Es ist wirklich im Moment, ich meine, ich hatte auch ein paar wirklich gute Turniere. Ne? Vor ein paar Wochen war eine Phase, wo ich viele, viele Punkte gemacht habe. Das weiß ich wohl, aber eigentlich vergisst man sowas ja immer, verdrängt das schnell und dann guckt man sich hier streckenweise, wirklich längere Strecken dieses Kropfzeug hier an. Da wird einem ja richtig, kann einem ja richtig schlecht von werden. Blablabla. Ja, ein bisschen wenig. Hat aber sicher drei Bauern, ne? Ja. Pik war das Ass blank. 33 oder was wir haben, ne? Ne, 35. So, 385 bei Spiel 24 wieder. Puh. Bestenfalls war die eine Reizung, die eine grenzwertige Reizung, die hätten wir vielleicht weglassen können. Das letzte Drittel muss gleich aber richtig reinzimmern, ne? Und wenn nicht, dann werden wohl wieder die anderen gewinnen. Und wir an Erfahrung. So, meine drei Damen, die werden jetzt uns ins Gefecht führen. 14 Augen liegen. Ich bin zu allem bereit. 10 sieht auch irgendwie nicht gut aus, ne? Sieht nicht wirklich gut aus. Da ist schon wieder ein 6-Trümpfer, wo Trumpf Ass weggeht. Herz Ass und 10 auch schon gesehen. Wenig Hoffnung, dass es hier um den Sieg geht. Wahrscheinlich geht es um Schneider. Den können wir rausnehmen, dann sind wir raus. Gut, er taucht. Dann kriegt er hoffentlich jetzt wenigstens Karo Lusche mit Ass und Pik Ass. Und da steht noch Karo 10 und die drei Trümpfe. Trotzdem schon. Ja, Karo König wegzulassen, war in dem Sinne auch schon wieder unnötig. Ne? Er weiß ja nicht, ob da nicht vielleicht doch ein Herzstich steht und Pik. Also theoretisch hätte es auch schon die letzte Schneider-frei-Ausfahrt sein können. Nun gut. Nun gut. Wir sehen schon die eine oder andere etwas unrunde Karte. Sind jetzt nicht die ganz großen Katastrophen, aber ja, bis auf vielleicht das eine Spiel. Aber wir sehen hier oder da, sehen wir schon so ein bisschen, dass der Feinschliff fehlt. Also meine Lieben, schaut doch mal bei mir in den Videos vorbei. Ich erkläre das doch immer. Ne? Nicht sagen, hier komm Daniel, du erklärst immer und dann kriegst du selber immer nur 400 Punkte und verlierst 5 Stück. Ja, das kommt natürlich auch vor. Jetzt haben wir wieder 90, ne? Hilft aber alles nichts. Das kommt natürlich auch vor. Trotzdem denke ich mal, das eine oder andere kann man dann technisch auch noch da optimieren und dann kann man seine Punkteausbeute noch ein bisschen steigern. So, ja, bei Passe. Ich bin jetzt bin ich bereit. Jetzt haben sie mich soweit. So, 4 Zehner. Das ist schön. Leider kein Ass dabei. Das ist schade. 15, 28, 15. Normal steht der so auf 62, ne, wenn kein Unglück passiert. Manchmal kriegt man ja auch mehr, wenn der, ne,
Manchmal kriegt man auch ein bisschen mehr, kann immer Herz 10 auch einen Stich machen. Kann auch sein, dass Kreuz, Bauer und Trumpf Ass in einer Hand sitzen, so wie jetzt. Wenn jetzt nicht gleich ein blanker Herz oder Pik rauspurzelt, dann sieht das doch schon ganz gut aus. 22, komm, nicht der Blank, lass den nicht blank gewesen sein. Na bitte doch, na bitte doch. Ja, da wird, nimmt er aber raus. Hätte er, glaube ich, auch gemacht, wenn ich den Trumpf nicht ziehe. Ne? 22 war klar, hier ging es nur noch um Schneider. Ein Gewinnspiel, wir wollen mal zufrieden sein. Ein kleines, aber feines Spiel, einfach für die Moral, damit hier überhaupt mal wieder was steht. Oh, eben waren es 3 Buben und 4 Zehner. Jetzt sind es doch mal die 4 Herren des Hauses. Ah, ich fürchte, es bleibt beim Farbspiel. Ich fürchte fast, es bleibt sogar beim Herzspiel. Ne? Muss man den dann sogar, wenn man den schon als Herz steht, eigentlich so drücken. Ne? Sonst, wenn man ihn jetzt so drückt, so mit einer halben Schneideroption, dann steht Kreuz 4-1, kommt ausnahmsweise mal das Ass auf den Tisch. Wusch, im zweiten wird gestochen. Na, 28 plus Trumpf Ass, 39 und dann 21 auf die Lusche. Deswegen, wenn wir schon uns für den Herz entscheiden, müssen wir ihn wahrscheinlich sogar so rumdrücken. Haben wir keine Schneiderambitionen, aber im Moment, vielleicht spiele ich auch zu oft auf Schneiderwege und sollte ab und an mal lieber im Siegsinne erstmal optimieren. Siehe meinen Grang in Spiel 21 gestern, glaube ich. So. Super Henne, bitte laufe. Mein Partner meldet sich hier im Stream. Das ist doch herrlich. Das ist doch herrlich. Bei mir geht es gerade los, mein Lieber. Ich habe noch nicht viel liegen, aber kommt ja noch. 11, 75, Spiel 29. Das ist großartig. So, geht hier was im Schneidersinne. 24. Wenn sie jetzt noch sparsam sind, weil sie meine Trumpfstärke noch nicht wissen. Vielleicht jetzt nochmal ein Kreuzkönig Lusche. Ja, 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 ja. 28. Ja, jetzt ist zu spät. Den stechen wir klein. Da reicht klein. Haben wir den tatsächlich, obwohl wir ihn gar nicht so gedrückt haben, doch Schneider gespielt, ne? Manchmal läuft das Spiel kurios. So, wird knapp. Henne, da geht was. Ich mache nochmal eine kurze Pause und du meldest dir gleich mal den amtlichen Endstand. Aber nicht jetzt auf die Bremse treten, einfach laufen lassen. Ne? Angelina hat es auch schon gesagt, 3 Gang Hand und dann passt das schon wieder. So sieht es nämlich aus. Ja, hier haben wir auch gleich den ersten, aber irgendwie ist der jetzt bei Softred gelandet. Was ist denn hier schon wieder kaputt gegangen? Diesmal habe ich 3 Könige. Aber nicht die 3 alten Könige. Mhm. Beim Gang Hand. Na gut, mal gucken, wo ist denn nun die Kreuz 10? Tja, im Stock. Mit Sicherheit. Ah, Herzstich noch. Ich habe jetzt nicht gezählt. Ich glaube, ich glaube, da könnten wir gerade noch so rauskommen, ne? Lass uns mal noch ein paar Stichlein spielen hier. Mein Herzkönigstich halte ich jetzt einfach nochmal fest. Nee, 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 nee. Ich weiß es nicht genau. Er spielt von unten. Das ist ordentlich. Was? Man ist ja dann doch, also nicht so, dass das jetzt alles spurlos an mir vorbeigeht hier. Solche Züge. Oh. Komm, lass uns dennoch zu Ende spielen. Du hast dich doch wahrscheinlich nur verklickt, vertan, verklickt, weiß ich was. So, Hugo Notte sagt auch, jetzt geht's los. Jawohl, ich merke das auch schon. Hepp, Pik Bauer. Ah, Pik Bild war drin, aber es war Pik Dame. Schade. So. Muss ja mal überlegen. Das Kuriose ist ja, der Grang hat eine höhere Schneiderchance als der Pik. Das ist ja amtlich, ne? Gibt's. Stehen auf 6,65. Pik hat auch eine Schneiderchance. Natürlich hat Pik auch eine Schneiderchance, so ist es ja nicht, aber ich glaube, wir müssen ja eher schon auf 72 Punkte gehen als auf. So, komm, ich mach den Gang. Wir gehen eher auf 72 Punkte als auf 33. Kann natürlich in die Hose gehen.
aber wird heute nicht. Mal gut angespielt will ich schon mal nicht. Den ersten lassen wir fallen. Und dann wie damals. Es kann ja nicht immer so sein. Der kann doch nicht zwei Bauern und Ass 10 haben. Kann er doch. Kann er doch. So, er bedient wenigstens die beiden Piken kommen. Dann lass ihn auch noch zweimal Kreuz. Oh, oh. Tja, wenn Kreuz 10 jetzt gestochen wird, dann ist finito. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch wirklich alles nicht wahr sein, ey. Ah, was hab ich denn hier bitte an für eine Scheiße an den Hacken? Ja, man muss den Gang nicht spielen. Man darf sich auch eigentlich nicht beschweren. Aber es ist ja jetzt in der letzten Serie jetzt schon das dritte oder vierte Mal hintereinander, dass die Bauern stehen. Und der ist ja noch nicht mal automatisch platt, wenn die Bauern stehen. Aber Vorhand hat mit zwei Bauern auch noch, ich meine gut, dass er ein defensiver Spieler ist, ja, geschenkt. Trotzdem muss die Karte immer erstmal so stehen. Ein bisschen besser im Rennen wären, hätten wir natürlich das Farbspiel gemacht. Gut, so, nicht beklagen. So, komm. Weiter geht die wilde Fahrt. Das war hier natürlich auch gegen den Drilling Karo gewettet. Wette auch schon wieder nicht aufgegangen. Damit sind wir jetzt auch wieder im Schneider. Gefahr. Jo, schönes Ding. Karo steht zu viert, aber dennoch Schneider. Softbird macht lieber den Gang mit vieren. Hätte ich auch an seiner Stelle eher gespielt. So, der ist jetzt so ähnlich. 10 Dame Lusche, so ähnlich wie vorhin das Gegenspiel, wo ich die 3 Asse habe und das Herz Ass aufschlag. Gucken. Ja, hier kommt auch nicht Kreuz Ass. Und gleich 15 wieder. 12, 27. Ja, Gott sei Dank nimmt er raus. Damit müsste es eigentlich gehen, wenn jetzt nicht alle Trümpfe stehen. 38 haben sie. Tja, wenn er da schnippelt jetzt, nach dem 15er Pik jetzt die Eier hat, jetzt hier noch auf den Mann zu schnippeln. Und Softred hat die Eier, das muss man sagen, gut gespielt, aber ich habe die 10 oben. Das Ding wäre auch wieder abgeschrieben. Kreuz zu dritt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Karten stehen im Moment immer sehr unrund. Ne? Ich habe im Moment keine himmlische Hilfe im Sinne der glatten Verteilung. Das Ding ging jetzt trotzdem, aber so what? Henne, was ist denn jetzt eigentlich? Kleiner Rücksetzer, ja, ja, kleiner Rücksetzer. Das war wohl der eine Rücksetzer, der eine Rücksetzer zu viel. Den durfte es nicht mehr geben. Ich meine, wie geht es jetzt hier auch weiter? Wenn das Spiel gewonnen hätte, der Grand gegangen wäre, dann wäre er ja meist auch mit Schneider gegangen, so muss man es ja rechnen. Dann wären wir immerhin noch kurz vor Feierabend, noch, also kurz vor Ende der Serie, noch in der Chance gewesen, ins Geld zu kommen. Also so gesehen, ich vertrete die Entscheidung. Ist natürlich für einen Tandempartner jetzt nicht so schön, dieser kleine Rücksetzer, aber was hilft es denn? Im Tandem gibt es im Vergleich Kleingeld. In Einzel habe ich 3 Wertungen. Softred kommt hinten raus nochmal richtig aus dem Quark. Da kommen noch die Gangs, Gang Handschneider, Gang mit 4 Schneider, Gang Einfachschneider. Der steht plötzlich bei 1144. Vorhin waren wir noch Leidensgenossen. Ja, und LTS, ja gut, er reizt natürlich sehr verhalten, das hatten wir gesehen. Jetzt ist auch ein bisschen die Luft raus. Im Gegenspiel hat er auch ein bisschen was liegen lassen. Jetzt läuft er so mit 9-10-0 irgendwie ein und hat dann wahrscheinlich auch nichts gewonnen, ne? Und ärgern, und ärgern. Mensch, ich ärgere mich doch auch so gerne. Herzkönig wieder gleich raufgeklatscht. Okay, diesmal hat er wenigstens die 10. Die König war wahrscheinlich wieder ein bisschen viel, aber gut. 21, 29.
42. So, vielleicht steht da noch Karo Ass, König, Lusch oder so. Dann ist Karo 8, 7 gar nicht verkehrt. Und dann Pik Drilling hat mit Ass und 10. Hä? Hey. Er zieht den Bauern nicht. Er spielt den Karo. Nee, es ist... Er hat eine starke Beikart, wir hätten ihn, glaube ich, nicht geschlagen, wo ich Karo aufsteuere. Er hatte so keinen Drilling mehr dabei, sondern Ass 10, Ass Lusche und mein Partner noch einen Trumpf. Ja, dennoch, glaube ich, nicht wieder ideal gespielt, aber anyway, schlagen tun wir das Spiel nicht. Wenn er Karo direkt zurückspielt, dann kann ich auf den Trumpf auch die Karo 10 verpfeffern. Sollen wir ein bisschen an den Partner mitdenken, dem das Blatt auch quasi zu erklären, ne? Zu öffnen. So, letztes, meine Lieben. Und danach ist auch wieder das Weihnachtssofa wartet auf mich. Ja, waren nicht unsere Karten. Naja, gut. Also meine jedenfalls nicht, sagen wir es mal so, ne? Bei deinen weiß ich es nicht so ganz genau. Jetzt noch, komm, LTS, auch noch einen raus jetzt. Strafe meine freche Zunge lügen. Für mich geht es gleich aufs Weihnachtssofa, aber... Ihr braucht nicht unglücklich sein. Morgen 21:30 Uhr, da starte ich dann noch ein bisschen später. Dann sind wir wieder im üblichen Stream. Skat mit Gästen. Ich habe es noch gar nicht reingestellt, wer die Gäste sind. Das verrate ich euch dann ausnahmsweise erst morgen. Bisschen Spannung noch und dann gucken wir. So, LTS haut jetzt noch einen Gang raus. Ja, am Ende wird er sich vielleicht dann doch über die einen oder anderen 40 Punkte ärgern eben, oder auch nicht. Weiß ja nicht, ob er es mitbekommen hat, dass da irgendwo was drin war. So, Buben kamen, war vielleicht auch... Ach komm, dann nimmt er wieder 25 raus. Das muss man ihm lassen, ihm ist es schwer, ein Spiel umzubiegen. Kreuz König zum Schneider frei, aber ich habe selbst Karo 10. Und Herz voller ist auch nicht ab. Komm, da, wenn er mich anspielt, dann hätte er den vollen noch bekommen. Wusste er aber natürlich nicht, konnte er nicht wissen, wo der sitzt. Also 9,68 wird zu wenig sein, 5,87 auf jeden Fall, 12,18. Glückwunsch an Softred, der hinten raus groß aufgekommen ist. Ja gut, da ging's. Da kam der Faller ins Spiel 23 und dann ging die Post ab. Ne? 96, 144, 20, da kam noch richtig was bei mir. Kam ja auch ein bisschen was gut. Spiel 31 kann ich gewinnen. Dann habe ich eine, also kann man, sollte man natürlich bei anderen Stand oder anderen Ambitionen den sicheren Peak spielen, auch mit großer Schneiderchance. Dann stehen da nicht 96, sondern 33, so 230 Unterschied da. Dann stehe ich halt bei glatt 800. Ne? So, ich musste den gewinnen und danach hätte ich noch ein bisschen mehr gebraucht. Also ist vertretbar. Auch wenn es mal wieder nicht besonders glücklich und elegant aussieht. Ich bin gespannt in euren Kommentaren, ob wieder irgendwo ein Spiel, ob YouTube zwischendrin jetzt anfängt, irgendwie mal ein, zwei Minuten immer zwischendrin rauszuschneiden. Das wäre ja wirklich kurios, habe ich auch noch nicht gehört. Das berühmte Spiel 18, mal gucken, welches es in dieser Liste ist. Ja, und dann Rocket Monatsmission 13 läuft gleich. Letzte Monatsmission in diesem Jahr, dann ist das Rocket durch. Und heute läuft, glaube ich, schon die nächste Rocket-Saison an. Ne? Da gibt es auch ein paar Änderungen, werde ich euch demnächst nochmal intensiv erzählen. Ich bin ja schon ganz, stehe in den Startlöchern und bin ganz heiß, endlich wieder das Rocket zu spielen, wo man wirklich mal so, wo diese Vollgas-Mentalität, die ich ja wirklich gut kann, wo das einzig Wahre ist, da kommt natürlich auch, da werdet ihr mich sicher noch oft leiden sehen und scheitern sehen, aber es wird wahrscheinlich irgendwann auch wieder was gelingen. Und, oh, Henne, 14,69. Ja, dann ist natürlich, wenn ich jetzt wenigstens die 800 gebracht hätte, da noch nicht auf den Grang gehe, sondern auf den langweiligen Peak, dann hätten wir jetzt 2,2 gehabt. Das wäre vielleicht ein kleiner Preis gewesen. Jetzt wird es wahrscheinlich kein Preis. Henne, danke, dass du mich durchgezogen hast, dass du alles versucht hast. Ja. Ich bin halt zu schwach hier im Moment, zu schwach auf der Brust. Die Tannenbaumturniere, die konnte ich irgendwie nicht in meinem Sinne gestalten, aber das heißt ja nicht,